Das digitale Semester erschwert den Austausch unter den Studierenden, macht es schwierig, neue Kontakte zu knüpfen und Kontakte aufrechtzuerhalten und führt in Extremfällen zur Vereinsamung. Viele Studierende ziehen auch erst gar nicht an ihren neuen Studienort, sondern bleiben bei ihren Eltern wohnen, um Kosten zu sparen. Aber diejenigen, die in Wohngemeinschaften wohnen, geben uns die Rückmeldung, dass es ihnen sehr gut tut, in diesem festen Hausstand zu leben und dass sie das Miteinander sehr schätzen. Gerade für Erstsemester und für internationale Studierende ist es eine zum Teil große Belastung. Aber auch bei denjenigen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, erleben wir große Verunsicherung und viele Ängste. In Gesprächen merken wir auch, dass es einen großen Überdruss gibt an digitalen Angeboten und auch unsere digitale Veranstaltung zu Beginn der Pandemie deutlich besser angenommen wurden. Als KHG ist uns Gemeinschaft sehr wichtig. Und da uns die letzten zwei Semester gezeigt haben, dass es dazu das persönliche Miteinander braucht, wollen wir im kommenden Semester ganz viele Präsenzveranstaltungen anbieten. Natürlich nur, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt. Das bedeutet aber auch, dass wir in diesem Semester kein festes Semesterprogramm haben, sondern von Monat zu Monat gucken, was möglich ist. Fest dagegen im Programm sind natürlich unsere Gottesdienste, die wöchentlichen Sonntagsgottesdienste und das einmal im Monat stattfindende TC-Gebet, beides in der kleinen Kirche neben dem Dom. Auch zu den Klassikern in unserem Programm gehört der ÖSEG, der ökumenische Semestereröffnungsgottesdienst, den wir zusammen mit der evangelischen Studierendengemeinde in der Katharinenkirche anbieten. Im Austausch, gerade mit größeren und personell umfangreicher aufgestellten Hochschulgemeinden, merken wir, dass Corona-bedingt die Nachfrage nach psychologischer Beratung deutlich zugenommen hat. Und hier zeigt sich unser Problem. Diese Hochschulgemeinden, die psychologische Beratung anbieten, verfügen über hierfür geschultes Personal. Auch wir würden gerne diese Form der Unterstützung anbieten, bräuchten dafür aber eine entsprechende Weiterbildung, um dieses auch verantwortet tun zu können. Was wir machen, ist das Angebot von seelsorgerlicher Beratung und eine Beratung im Kontext des SOS-Hilfsvereins. Das ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Universität und Hochschule Osnabrück und der evangelischen Studierendengemeinde sowie der katholischen Hochschulgemeinde. Es bietet schnelle und unbürokratische Soforthilfe für Studierende, die in finanzielle Notlage geraten sind. Grundsätzlich erleben wir bei den Studenten, die zu uns kommen, schon Unmut und Unverständnis über das Fehlverhalten einiger kirchlicher Mitarbeiter und über das Nein des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare. Aber ob sich das jetzt auch auf das Ansehen der katholischen Hochschulgemeinden auswirkt, lässt sich gerade gar nicht so sagen, da durch Corona es für uns einfach immer schwieriger wird, auch Kontakt zu neuen Studenten aufzubauen und mit denen dann auch ins Gespräch zu kommen. Also lässt sich gerade gar nicht so sagen, was die Studenten davon abhält, mit KHG in Kontakt zu treten, ob das Corona ist oder das teilweise desolate Verhalten kirchlicher Mitarbeiter. Aber da es sich in der Tat dabei um ein sehr heikles Thema handelt oder einen sehr heiklen Themenkomplex, muss man eher sagen, sind wir da mit verschiedenen anderen KHG in Kontakt. Deutschlandweit hat sich da ein Netzwerk gebildet und wir wollen in Kooperation eine Veranstaltungsreihe anbieten, digital, sodass das auch von überall wahrgenommen werden kann, in denen die Themen des synodalen Wegs diskutiert werden.